Red Bull stellt seinen RB13 vor und sorgt damit für eine Überraschung. Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe, ja, von Formel 1 Cast. Und vor, ich glaube, knapp einer Stunde, knapp anderthalb Stunden hat Red Bull ja seinen RB13 vorgestellt. Und ich würde mal sagen, wir klicken mal kurz auf das Auto, wie immer, machen erstmal über die Gestaltung ein Fazit und dann geht es natürlich ans Technische und dann kommen wir auch zu der kleinen Besonderheit oder Überraschung von Red Bull. Erstmal natürlich zu der Gestaltung. Ja, von der Gestaltung muss man sagen, hat sich jetzt im Vergleich zum Vorjahr so gut wie gar nichts geändert. Es ist eigentlich so wie im letzten Jahr. Das Fahrzeug hat so eine matte Farbe, möchte ich fast sagen, aber so an sich hat sich wirklich fast gar nichts verändert. Man hat wie immer die großen Red Bull-Logos drauf, aber und dieselben Sponsoren im Grunde sind auch noch immer da. Also es hat sich im Grunde fast gar nichts verändert von der Gestaltung her. Aber trotzdem muss ich sagen, sieht der Wagen nicht schlecht aus. Ich finde ihn um Weiten noch immer besser als den Williams, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir zumindest von der Gestaltung her eindeutig besser. Auch zum Beispiel besser als der Force India. Aber das ist persönlich auch meine eigene Meinung dazu. Und ja, kommen wir erstmal zu der technischen Überraschung, würde ich mal jetzt sagen. Und zwar die technische Überraschung seht ihr vorne. Das ist die Nasenspitze. In der Nasenspitze hat Red Bull ein Loch drinne. Red Bull ist damit wahrscheinlich das einzige Team bis jetzt, was sowas überhaupt in der Hinterhand hatte oder überhaupt auf die Idee kam. Natürlich haben wir noch zwei Fahrzeuge, die heute noch präsentiert werden, mit Toro Rosso und Haas. Obwohl man sagen muss, vom Haas wurden ja gestern auch schon so ein paar Bilder geleakt im Internet, aber dazu besprechen wir das nachher erstmal, wenn die Bilder offiziell raus sind. Und ja, wie gesagt, die Überraschung vorne ist eben halt die Nasenspitze mit dem Loch drinne. Also da hat sich Adrian Newey, Entschuldigung dafür, auf jeden Fall mal wieder was Neues einfallen lassen. Überraschung pur, möchte ich fast sagen, weil mit sowas, glaube ich, hätte im Grunde niemand gerechnet, mit einem Loch vorne in der Nase. Aber gut, könnte natürlich unter Umständen vom Vorteil sein. Im Grunde allgemein muss man sagen, ist das Fahrzeug von Red Bull recht schlicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also da haben wir bei vielen anderen Teams schon viele kleine Extrasachen gesehen. Das ist bei Red Bull irgendwie nicht der Fall. Der Frontflügel, wie immer, natürlich vorne in dieser V-Form, in dieser gebogenen Form, ohne wirklich viel Schnickschnack, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht fast noch wirklich von den meisten Teams am harmlosesten aus, als wenn da ja, einfach so die Standardflügel dran sind, aber überhaupt nichts extra. Natürlich. Das Bild, was ihr seht, ist jetzt keine große Änderung oder sieht man noch nicht so viel. Das sind eben halt die ersten Bilder, die jetzt erst rausgekommen sind. Und es ist auf jeden Fall eine, ja, ich möchte fast sagen, eine Überraschung so ein bisschen. Als ihr das Auto gesehen habt, dachte ich, da ist ja fast gar nichts so wirklich dran, ne? Und wenn wir eben halt auch jetzt weiter nach hinten gehen, sehen wir zum Beispiel bis auf dem Weg zu den Seiten, bis zu den Seitenkästen oder Cockpit sieht man fast gar nichts. Da haben wir bei vielen Teams, speziell Ferrari und anderen Teams auf jeden Fall, ordentlich viel mehr gesehen. Und bei Red Bull sieht man da nichts. Da sieht man bloß diesen Ausgang da von diesem F-Schacht und wie man das auch immer gerne schimpfen möchte, dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schlicht gehalten. Genauso wie diese Sideboards da vor den Seitenkästen, schlicht ohne irgendwas Besonderes. Einfach so ein Sideboard, was einfach dafür sorgt, ganz normal Standard, ja, du gehst da jetzt am Fahrzeug vorbei, Wind und gut ist. Und ja, auch selbst diese Verbindung an den Seitenkästen, schlicht ohne groß irgendwie etwas. Einfach ein Teil, was quasi komplett verbunden ist bis zum Boden hin. Die Seitenkästen dagegen wirken sehr, sehr, zumindest die Eingänge wirken sehr, sehr schmal. Allgemein wirkt auch das Fahrzeug im Gegensatz zu vielen anderen auch ziemlich schmaler im Heck, also da scheint man doch so ein bisschen in die Richtung von Mercedes gegangen zu sein. Auf jeden Fall interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Design. Es ist wirklich schlicht, aber auch, ich denke mal, sehr, sehr effizient. Wer weiß, was überhaupt noch kommt bis zum großen Preis von Australien. Da ist ja noch ein Monat hin und von daher kann sich da noch so einiges tun. So, und ja, ansonsten oben die Airbox. Klein gehalten. Natürlich auf dem Bild sieht man jetzt nicht so viel, allerdings würde ich sagen, ist es klein, ohne viel Schnickschnack Standard. Allgemein, wie es der Wagen auch ist. Am Rücken sehen wir dann eine Haiflosse. Durch dieses Red Bull-Logo wirkt das eher so ein bisschen. Ich weiß nicht ganz, ob der Rücken des
des Bulls, also des Logos, da quasi auch der Beginn der Aero-Flosse ist? Wenn ja, ist, glaube ich, die Flosse im Vergleich zu vielen anderen Teams etwas kürzer, finde ich. Also hinten die Airbox oben, finde ich, die geht, glaube ich, ein bisschen länger als bei manchen anderen Teams. So hatte ich zumindest das Gefühl. Red Bull hat auch eine recht schlichte Variante, einfach gerade runter, unten bloß einen kleinen gebogenen Abschnitt. Aber ansonsten ist Red Bull, was die Highfloss angeht, recht schlicht gehalten. Haben wir natürlich wie bei Mercedes oder bei Renault-Teams gesehen, wo es ordentlich gebogen hinten war oder gar keine S vorhanden war, richtig. Und von daher eigentlich eine kleine Besonderheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, vom Heck sehen wir natürlich hier nicht so viel. Der Heckflügel sieht auch eher mehr gerade aus, finde ich. Das haben wir schon ein bisschen anders gesehen. Und ja, höchstens natürlich diese eingewellte Form dafür die Hinterreifen, weil die Hinterreifen sind ja etwas größer, deswegen ist der Flügel da etwas gebogen nach innen. Aber ansonsten wirklich ohne viel Schnickschnack, finde ich. Also der Red Bull ist optisch, würde ich mal fast sagen, am wenigsten mit Besonderheiten. Aber ansonsten glaube ich, ich könnte mir vorstellen, wirklich am effizientesten von allen Teams, vielleicht sogar effizienter als der Mercedes. Und ich würde einfach mal sagen, ihr könnt natürlich wie immer gerne eure eigene Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Leute, die wieder mit dabei waren. Und wir hören uns nachher später wieder zu der Vorstellung von Toro Rosso. Und dann um 18 Uhr sollte ja Haas kommen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.